Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ark. Weiterhin hier mit Jan. Oder hinten läuft er. Er läuft da unten. Ne, er bleibt da stehen. Er sieht mich. Nein, ich verstecke mich. Du kannst mich nicht sehen. Ich bin unsichtbar. Du kannst mich nicht sehen. Ja, renn nach unten. Renn nach unten, ja? Ja, du machst das fein. Geh nach unten. Geh nach unten. Fass ihn. Was? Los. Da, da. Oha. Du Hure. Komm, schlag dich da hin. Da ist er. Soll ich draufschießen? Von Sonnenhalt. Na, hier bin ich. Ich hab kaum Pfeile, Alter. Wäre jetzt richtig dumm. Ja, auf jeden Fall, hier sind wir total am Arsch. Vielleicht bräuchte ich mal, warte, ich leg mal ganz schnell. Man konnte auch Optionen bei irgendeiner Taste dann die Viecher mit Einschlag auf aggressiv stellen, oder nicht? Ja, aber der macht Schaschlik aus sie. Ja, aber einfach noch zum Draufklopfen dann. So, wenn der die ja schon sterben, ich können wir abbauen, jetzt, wenn der mit sich mit dem beschäftigt ist. Ich gehe jetzt ganz schnell ein paar Pfeile herstellen und dann hole ich mir den. Was hältst du von der Idee? Nicht gut. Weißt du, was das an Levels wieder gibt? Ach, wir haben keinen Stroh. Das ist natürlich. Ja, wir haben keinen Stroh, Jan. Kein Stroh? Kein Stroh. Nur noch so ein bisschen, 100 und ein bisschen. Ja, hol doch was. Ich geh nicht rein, ich hab Angst. Ein bisschen Fasern haben wir. Und das brauchen wir so ein bisschen. So, und dann herstellen. So. Scheiße, Mann. Mal gut, dass ich noch ganz schnell Narkotikumbären gefarmt habe. Könnte jetzt hier nicht ein Gigantosaurus kommen und den einfach platt machen? Ja, nee, ist klar. Nachdem er den platt gemacht hat, sind wir eine Reihe oder was? Der kommt doch hier nicht hoch. Ja, der doch auch nicht. Der doch einfach. Der kommt hier nicht hoch. Na gut, aber du hast mit Sicherheit eine Armbrust bei dir, ne? Ja. Gut, ich werf dir hier einfach 50 Pfeile hin. Dann hast du was zur Verteidigung, weil ich fliege jetzt los und versuche ein Ding zu kriegen, ne? Was? Ein Biber. Ein Biber-Butzemann in unserem Kreis herum. So, bis später. Oh, tschüss. Ich sollte noch Wasser trinken. Erstmal umgucken, nicht, dass der Arschloch hinter mir herkam. Ja, er hätte ja sein können. Woher willst du es wissen? Weißt du, steig's ab. Bumm, peng, tot. So, Leute, dann wollen wir uns mal auf den Weg machen und mal versuchen, einen Biber zu finden. So wie ich weiß, war das hier vorne, hinter dem Berg. Zumindest kann ich mich da so dran erinnern, dass das irgendwo da war. Oder Jan? Ja, aber die Burg war eigentlich dahinter, ne? Aber irgendwo da. Was für eine Sonne, Alter. Ich sehe nichts. Junge, ist das hell hier. Meine Augen werden verblendet. Medic. Hier oben machen sich drei... Okay, wir spawnen erst die ganzen Tiere. War ich hier hinten noch nicht? Nee. Aber nicht. Boah, Alter, ich bin jetzt schon bis zu der Burg geflogen, ohne Pause. Und jetzt habe ich so langsam keinen Dampf mehr. Unterwegs. Das ist gut zu wissen. Und wir wissen, dass hier unten Tiere drin sind, nur zu eurer Info. Oh. Okay. Hier unten sind auch ganz schön große Viecher. Und da vorne müsste das sein, Leute. Machen wir nämlich da Pause, dann machen wir hier oben Pause mit dem Biber. Wenn der Biber uns nicht angreifen sollte.
Oder wir landen dann irgendwo. Das wird schon klappen. Bin sehr optimistisch. Ne, Jan? Nur gucken, dass ich hier gleich vorher fertig bin, bevor du hier antrappelst. Ja, ja, ich sag dann aber schon Bescheid, wenn ich mich auf den Weg mache zu dir. Boah, erstmal Holz hier, ich muss in die Farm gehen. Hier oben sind T-Rexe und boah, alter Schwede. Also, wo ich Pause machen kann, habe ich noch gar keinen Überblick, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, T-Rexe, ganz kurz warten, bitte, danke. Ja, Auszeit, so, weißt du, wie beim Football. Ja, Auszeit, Auszeit. Komm, Auszeit. Soll ich die Biberdämme auch mit leer machen? Oder mich jetzt erstmal um Biber kümmern? Und danach erst Biber, die Biberdämme, ja. Erstmal Biber, denke ich. Okay. Mal den erstmal haben. Ja. Ui, unser Adler hat ein Ei gelegt. Echt? Oh. Wir haben auch noch keinen Kühlschrank, wir haben nichts, ne? Nicht, weil wir sind Level 80, hier brauchen wir noch nichts auf Reihe. Ja. Oh. Ja, so schnell geht das natürlich auch, ne? Oh, kann ich sie nicht fangen? Geht nicht. Ich weiß es nicht, ich habe den jetzt gerade nicht gekriegt. Da ist er zu tief hoffentlich gewesen. Hoffentlich hast du einfach nur Scheiße gezielt. Ja gut, dann mache ich halt hier die Biberdämme leer. Die Zementpaste brauchen wir auch, um Elektronik zu bauen. Dann kümmere ich mich heute um Elektronik, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ja, hab ihn. Hast du ihn? Ja. Bin jetzt auf dem Weg. Ja. Bin hier immer noch in... Ja, ich muss aber nebenbei Pausen machen, Jan, und... Leute, das wird nicht einfach. Ich hoffe, dass der kleine Wichser mich jetzt nicht boxt. Nö, der marschiert dann hier ganz gemütlich. So, der ist dann gar nicht auf dich. Nö. Ja, dann wird das ja easy, glaube ich. Erstellt, wo haben wir den Adler? Hier, zack. Und das ist kein Sattel, du hast ja den Adler jetzt, ne? Richtig. So, ich kann die Farm gehen. Gut's bad. Haben wir denn hier Petri da? Den Sattel erstmal runter. Nehmen wir den mal schnell ein bisschen auf Gewicht hier. Oh, da kommt gar nichts dran, Alter. Jan, weißt du, was eigentlich wichtig ist? Dass du dir jetzt gerade Narkotikumpfeile herstellst und die anlegst. Weil Narkotikum ist da ja genug. Ja. Muss gerade gucken, wo ich jetzt. Machen wir 50 Pfeile einfach, ne? Ich glaube, wir hatten nur 60 Narkotikum, oder? 87. Okay, ich weiß nicht, welches Level der hat, ne? Ich kann es dir absolut nicht. Ich meine, das war 25. Kannst ja absolut. Oh, da ist auch ein T-Rex. So mache ich denn jetzt Pause? Naja, wenn es nicht klappt, Leute, dann machen wir es halt nochmal, ne? Level 17 ist er. Okay. Hast du denn auch Pfeile? Ja, ja. Ich habe auch Pfeile. 20 müsste reichen, hoffe ich. Ich habe 13. Geht schon reichen? Ja, gehe ich auch von aus. Na, ich fliege weiter. Ich bin jetzt beim See. Ich kann nur noch zwei Sachen bauen. Ich darf ihn nur nicht absetzen, wo Wasser ist, weil dann geht er ins Wasser, der kleine Pisser. Ja, dann ist er weg. Und dann ist er weg. Ich brauchte eine schräge Wand. So, ich lande jetzt da, wo früher unsere Nachbarn gebaut haben. Und dann fliege ich rüber und dann bin ich da. Einfach nochmal so eine Notlandung, weißt du? Oh. Sicher ist sicher. So, jetzt komme ich. Eieieiei. Gut, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, bringt uns gerade der Biber gar nichts wegen dem roten Scheißer. Aber um den können wir uns dann als nächstes kümmern. Richtig. Dann machen wir halt den Trick, wie wir es früher auch gemacht haben, ne? Einfach irgendwo draufstellen und dann ihn down machen. So. Siehst du mich schon?
Bin jetzt da. So, hast du das Haus zu? So, ich warte. Ich jetzt extra langsam. Ja, gehst du da raus? Wo bin ich? Und absetzen. Ist er drin? Ja. Oh. Okay, warte, ich komme. So, wie machen wir das jetzt? Wo stellen wir uns drauf? Könnt ihr durchschießen, deswegen. Ach so. Gut, 3, 2... Warte, lass mal in Lobby Tiere, sonst greift der Tier an, oder? Warum sind doch alle passiv, oder nicht? Ne, ich meine, dass er da irgendwie durch die Wände schlägt oder so. Ach so, ja, das könnte sein. Okay, bist du ready? Nee, noch nicht. Sekunde noch, ganz Sekunde. Sekunde, Sekunde. Ja, okay. Sekunde, ja, okay. Das sieht schade aus. Ey, Sekunde. Moment, nochmal weg. Noch, warte. Jan, wir müssen jetzt einfach angreifen. Der wird gleich böse. Sekunde. Der wird nicht böse. Oh, scheißegal, wie das aussieht. Nein, siehst du nicht. Narkotikum-Pfeile geladen. Oh, hab ich auch, oder? Hab ich? Warte. Der sieht ihn gleich umbringen. So, jetzt hab ich. Warte. Und Feuer. Treffer. Treffer. Unser Typ hier ist noch, warte. Oh, Pfeifen. Steig einfach mal kurz hoch. Oh nein, Mann. Er schläft. Ja, der Typ greift weiter an. Oh, ich hab den eingeschläfert. Ja. Oh, der Ding schläft noch gar nicht. Jetzt schläft er auch. Was braucht der denn jetzt? Der hier braucht Bären. Narkobären. Okay. Muss er an das Vieh gehen und Narkobären geben. Und er hier braucht Fleisch. Ich hole erstmal Narkobären gerade. Ja, Fleisch hier. Und Narkobären. Okay, so. Mein Zeug mal rein, ja. So, Mr. Bibi. So, da hast du Narkobären. So, den hier müssen wir dann erstmal auf passiv stellen wieder. Auf Verhalten. Wenn sie angreifen, machen wir auf passiv. Park mal dann erstmal hier in die Ecke. Was für ein Krampf gerade. Hallo. Klasse Vorbereitung wieder hier. War aber mal gut, dass ich ihn getroffen habe und dass der einfach eingepennt ist, sonst hätte er ihn umgebracht. Ich hab schon gesehen, der tötet ihn jetzt. Ja, weil guck mal, der hat kaum noch Leben, ne? Der Biber. Ja. Der hat jetzt noch 42,3 Leben. War wieder. Also ein Schlag und er ist. Tot gewesen, ja. Fuck, Alter. Egal. Macht nichts. Wenn er überlebt, ist es mir scheißegal, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Dann ist es so unrelevant, ne? Gut, Leute, da haben wir es auf jeden Fall geschafft, uns ein Biberchen zu holen. Jetzt müssen wir uns dann später nur noch darum kümmern, dass wir den. Oh, fuck, Alter. Jetzt wäre ich fast runtergeplumpst. Um den Roten uns später noch kümmern. Weil der bleibt weiterhin hier bei uns vor der Tür. Das ist schon ein bisschen nervig. Aber solange er unten ist, ist es eigentlich unrelevant. Oh. Habt ihr mal gleich zwei Narkotikum gegeben, dass er bloß weiter pennt? Er hat 16,2% mit einer Beere essen. Ja, das geht doch. Ja, finde ich auch. Aber dass sie hier die Wände überlebt haben, wundert mich. Hier, die Wand hat 400 Leben nur verloren, diese hier. Da hat er die ganze Zeit gegengeschlagen. Hier. Ja, 10.000, die haben auch mehr als normale Wände, glaube ich, ne? Ja, also das ist mal richtig gut. Hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Ich habe wirklich gedacht, der würde ausbrechen, so wie früher. Aber das Gehege ist ja mal richtig nice. Okay, wo ist der Stinker? Den nicht. Geh doch nach da unten, da sind überall drei Zacks, ja? Wenn du die angreifst, roter Raptor. Oh, der rote Raptor schwebte gerade in der Luft bei mir. What the fuck? Oh. Hier, der hängt da fest am. Jetzt wieder, hier, guck mal, schnell! Da, siehst du das? Pass auf, der rennt gleich wieder und dann geht er in die Luft. Ja, jetzt backt er sich raus. Der hat sich gegen den Ast gelaufen und war in der Luft oben. What the fuck, Alter?
32,4%. Schon gar nicht schlecht. Nochmal 3 Narkotikum wieder eingefüllt. Kein Bock, dass der aufwacht, Junge. Der macht mich. Der macht auch so ein. Was war das denn jetzt? Ups. Der macht auch so ein Shoppie. Shoppie. Nichts passiert. Geh doch unten an den Strand, du Vollhorst. Du Arschloch, du. Penis, du. Du Kacklappen, du, ey. Blöder Vogel, Alter. Ja, wir müssen gleich auf jeden Fall aufpassen wegen dem Biber. Das war bloß nicht, ja, ihn gleich erstmal in Ruhe lassen, dass der erstmal Leben wieder reckt, Alter. Eine Fliege tot. Ja, da braucht jetzt eigentlich nur eine Scheißausfliege draufgehen, dann stirbt er. Einmal böse angucken, tot. Ah, wunderbar, Leute. Wir sagen erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss. Tschüssi.